Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Project Hospital. Die Station für ansteckende Krankheiten befindet sich hier oben und wir sind mitten in einem Event. Und hier kommt schon der nächste unserer Patienten. Da wollen wir mal ganz kurz reingucken, wer das denn ist, der Jörg Aigner. Ja, und hier schauen wir auch nochmal rein bei Marco Apelt. Und dann schauen wir weiter. Also, wir sind mittendrin. Event Nummer 2. Und zwar Pandemie-Event 1 in dem Fall. Und wir müssen 3 davon abschließen, damit wir die Krankenkasse wieder zufriedenstellen. Wir müssen hier links, zeige ich es gerade, noch weitere 50 Patienten im Spezialistenmodus behandeln. Und wir müssen insgesamt noch ein Epidemie-Event abschließen, damit wir auch die Krankenkasse wieder zufriedenstellen werden. Was kriegen wir dann dadurch? Schauen wir mal rein. Ansehensbonus 20% für einen Tag. So, dann kriegen wir hier einmal 5 Patienten mehr in der Ambulanz und wir kriegen hier ja, 15 zusätzliche Patienten. Ja, schauen wir mal. So, was ist denn mit Herrn Apelt? Der hat Hepatitis A, was schon mal nicht so schön ist. Ansteckende Krankheiten, da gucken wir trotzdem nochmal rein. Körperliche Untersuchung. Wir werden abtasten in jedem Fall. Wir werden Blutdruck messen, CRP werden wir machen. Was habe ich jetzt hier ausgewählt? Aus Versehen. Nee, Ohrenuntersuchung, CRP wollten wir machen. Wir werden Fieber messen. Wir werden auf jeden Fall das alles hier verordnen. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Fast sollten wir eigentlich noch durchführen. Sonographie wäre nicht verkehrt. Hepatitis A. Ja. Blutuntersuchung können wir noch machen. Ne? Großes Blutbild. Müssen wir nur noch finden. Und dann können wir das auch da anwenden. Alles klar. Haben wir. Gucken wir also bei Herrn Aigner mal ganz kurz rein. Was hat er denn? Körperliche Untersuchung. Da geht es auch schon direkt los hier in unsere Schockräume. Die Ärzte sind da. Huch, da bin ich ein bisschen ausgerutscht. So, schauen wir mal rein. Dann werden wir neurologische Tests durchführen. Das werden wir durchführen. Und das. Blutdruckmessung können wir auch nochmal machen. Ja, okay. Sieht nichts und wird dann dementsprechend mit dem ganzen Zeug hier eingewiesen. Mit den möglichen Diagnosen. So, körperliche Untersuchung, dann werden wir Fieber messen, weil das besonders hervorsticht. Und dann schauen wir auch da weiter, wie es weitergeht insgesamt. Ja, bin ich gespannt, ob wir das Event diesmal abschließen. Das letzte Event hatten wir ja auch erfolgreich abgeschlossen. Nur das vorletzte Event hatten wir nicht, also das erste, was uns hier überhaupt mal angezeigt wurde, hatten wir nicht abgeschlossen. Ja, und an der Stelle möchte ich auch schon mal darauf hinweisen, wenn ihr sagt, das gefällt euch hier, dann drückt doch bitte auf den Like-Button unterhalb des Videos. Das hilft mir dabei, das ein bisschen zu promoten und dann schauen noch mehr Leute zu und dann freue ich mich. Ja, und wenn ihr noch kein Abo habt, dann drückt auch gerne auf den Knopf und gebt mir auch sehr gerne eure Kommentare hier ins Kommentarfeld. Die Interaktion mit euch finde ich auch immer klasse. So, das ist wieder so ein Wort, was ich nicht aussprechen kann. Chikungunya-Fieber. Chikungunya-Fieber. Okay, dann schieben wir sie doch einfach direkt weiter auf die Station für ansteckende Krankheiten. Stationäre Aufnahme. Großes Blutbild werden wir noch entnehmen. Da gucken wir auch nochmal rein. Boah, das können wir auch nochmal machen. Und das dürfte eigentlich mit dem großen Blutbild abgeschlossen sein. Check, haben wir soweit. Gucken wir nochmal bei Herrn Apelt rein. Der wird gerade untersucht. Blutdruckmessung. Und schon kommt Gisela ums Eck. Die liegt hier schon auf dem Tisch. Atemversagen. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Zwei versteckte Symptome. Da werden wir jetzt einmal CT und Röntgen des Torsos anordnen. Und ja, zum Schluss die Differentialdiagnose. Sorry, jetzt musste ich mich mal kurz räuspern. Mukolytika für Erika König. Gut, die hat Bronchiektasie.
Also ein Zustand, bei dem die großen Luftwege der Lungen geschädigt sind. Ja, dann gibt es noch Antibiotika. Dann spuckt sie noch ein bisschen Blut, was natürlich überhaupt nicht so gut ist. Abklopfen des Thorax werden wir hier noch durchführen. Wir werden abdominales Abtasten, Abtasten des Halses. Da gucken wir noch rein. Temperaturmessung machen wir auf jeden Fall. Dann kann es nicht schaden, hier noch einmal zu gucken, ob sie genügend Blut bekommt. Biopsie-Probenentnahme aus der Lunge, das machen wir auch. Ja, und das wird dann richtig teuer für sie. Oder für uns erstmal. Und stationäre Aufnahme schauen wir uns dann auch noch an. Huschen wir erstmal hin zu Frau König. Die sitzt da vorne und die kann sich schon mal darauf einstellen, dass das hier länger dauern wird. Mundgeruch hat sie auch noch. So, mikrobielle Probe. Das machen wir natürlich auch noch. Gucken wir nochmal rein. So, Ingrid Wimmer hat die Windpocken. Gut, schauen wir schon mal rein. Körperliche Untersuchung. Dann gibt es das hier alles. Dann machen wir schon mal weiter. Gucken wir mal, die sitzt da vorne, die junge Dame. Sage ich mal so, in meinem jugendlichen Leichtsinn, 49 ist sie bereits. Dann werden wir... CRP-Test mal ganz kurz durchführen. Temperaturmessung. Oh, da war ich allzu schnell geklickt. Das wollten wir natürlich nicht. Wir sind uns aber sicher, dass es die Windpocken sind. Also gibt es das noch mit dazu. Da können wir auch nochmal reingucken. Abhören müssen wir sie eigentlich nicht. Aber wir könnten noch einen Pricktest machen. Und die Blutabnahme plus Auswertung. Check. So, gucken wir mal hier weiter. Der kriegt jetzt noch ein paar Vitamine dazu. Und wie immer möchte ich jetzt meine neue liebgewonnene Funktion einmal wählen. Und mir die Menschen anzeigen lassen, die hier irgendwie rot, gelb oder grün sind. Also, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Können wir wegpacken. Hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Der ist in der Chirurgie. Das wird hoffentlich gleich alles noch durchgeführt. Da gucken wir mal hin. Da sind viele gelb tatsächlich. Aber wir sind ja dabei. So, da haben wir hier den Herrn Eigner. Ist auch gelb. Aber auch da sind wir noch dabei, die ganzen Tests hier eben durchzuführen. Ja, dann machen wir das noch mit dazu. EKG brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Dann machen wir noch die Differentialdiagnose und gucken wir mal, was bei rumkommt. So, er ist soweit durch. Hepatitis A. Hat eigentlich alles bekommen. Gehen wir mal ganz kurz hin. Der wartet noch auf sein Blutbild. Versteckte Symptome. Können wir nach Hause schicken. Ansteckende Krankheiten. Oder wir schicken ihn tatsächlich auf die Station für ansteckende Krankheiten. Ja. Da können wir nochmal reingucken. Und stationär müssen wir ihn eigentlich nicht aufnehmen. Ne? Nee. Gut. Schauen wir mal hier rein. Sie ist gelb und liegt hier bereits. Drei versteckte Symptome. Da warten wir noch drauf, dass das hier alles durchgeführt wird. War ja auch erst vor ein paar Sekunden. Hier wissen wir noch nicht, aber das wird gerade durchgeführt. Und hier wissen wir, dass es die Windpocken sind. So, schauen wir mal hier. Körperliche Untersuchung wird es da geben. Und dann werden wir... So, können wir schon mal weitermachen. Einmal sie zum Röntgen schicken. Und dann passt das. So, schließen wir das mal und gucken mal durch die Station. Wen haben wir denn hier? Cornelia González Ortega. Gut, das Fieber messen werden wir.
Dann machen wir ein EKG. Gut, großes Blutbild. Körperliche Untersuchungen haben wir ja durchgeführt, ja. Ja, gut, wenn wir ein großes Blutbild angeordnet haben, dann müssen wir den CRP-Test ja nicht mehr machen, ne? Aber das kann hier tatsächlich eine ganze Menge sein. Da hoffe ich mir von der Blutuntersuchung doch tatsächlich ein wenig was. Ja, warten wir mal ab. So, hier sitzt noch wer in Gelb. Da haben wir schon eine ganze Menge herausgefunden, wissen aber noch nicht ganz genau, was es jetzt ist. Also machen wir doch hier auch nochmal die... Haben wir das große Blutbild hier schon gemacht? Nee. Gut, Blutabnahme, Urinprobe. Ja, schauen wir mal rein. So, was mit ihr? Hat Erfahrung gesammelt, Spezialisierung verfügbar. Gut, wie wollen wir sie denn spezialisieren, die Katrin Krause? Schauen wir mal, wo sie ist. Sie ist der Laborassistentin. Und jetzt können wir natürlich mal gucken... Ja, machen wir fortgeschrittene Biochemie draus. Danke, Katrin, dass du so fleißig arbeitest. So, da haben wir noch einen. Der Gerhard Richter geht jetzt mal aufs Töpfchen. Und auch hier können wir natürlich nochmal reingucken. Hat Atemprobleme. Schauen wir hier mal rein. Grippaler Infekt. Ja. Bluttest wird es wahrscheinlich schon... lösen das Ganze und dann machen wir die Differentialdiagnose noch und dann schauen wir mal. So, Robert Hein sitzt hier. Ach ne, ist der dem Weiß. Ja gut, da müssen wir jetzt nicht viel machen, glaube ich. Kann aber trotzdem alles Mögliche sein. Gut, überprüfen der Sprache. Temperaturmessung. Ja, schauen wir nochmal rein. Dann werden wir einmal, das können wir gar nicht. Was haben wir? Das haben wir schon gemacht. Schicken wir ihn ins CT, würde ich meinen. Jo, schicken wir ihn mal ins CT. Und dann Röntgen Rücken. Mal gucken, was passiert. So. Wir haben hier doch einige in Gelb tatsächlich. Antidepressiva. Abdominale Schmerzen. Da gibt es jetzt erstmal eine körperliche Untersuchung. Dann gibt es das hier. Dann werden wir das Abklopfen des Thorax durchführen. Ne, das Abtasten. Abklopfen brauchen wir gar nicht. Dann gucken wir nochmal rein. CRP machen wir, Temperaturmessung machen wir. Sonographie in jedem Fall. Ja, und dann schauen wir mal weiter. So, körperliche Untersuchung, Ohrenuntersuchung, Audiometrie. Unterstützen wir unsere Ärzte doch einfach mal alle hier. So, wen haben wir denn da? Siehst du. Zack. Gibt's alles. Einfache. Okay, das ist also doch alles ganz schön heftig. Ja, egal was er hat. Naja, nee, ist nicht egal. Was ist mit dir? Achso,
ist jetzt Hausmeister, ja schön. Wer läuft hier lang? Die nette Dame, die ist wirklich jung. Jetzt wollte ich gerade wieder jung sagen, habe mich aber dagegen entschieden. Gut, Röntgen des Torsos werden wir hier noch durchführen. Obere Gliedmaßen. Gut, alle wissen es sicher, ist die Armprellung, Betäubungssalbe. Und dann kann der Mann gleich nach Hause für 540 Dollar. So, hier läuft noch einer rum. Hatten wir gerade, ne? Ja. Was ist mit ihr? Warte, jetzt haben wir sie. Wow, die kriegt jetzt eine ganze Menge tatsächlich. Da sind wir uns also auch sicher, dass das alles so ist, wie es ist. Mhm. Ja, das passt aber noch, ne? Also da müssen wir jetzt noch nichts machen, was irgendwie zeitkritisch wäre. So, hier sitzt noch jemand in Gelb rum. Da werden wir Temperatur messen. Dann gibt's das. Ja, Röntgen des Torsos. Wir können auch Röntgen mit Kontrastmittel machen. Vielleicht machen wir das lieber. Urinuntersuchung machen wir noch, falls es was mit den Nieren sein sollte. So, 63.000 haben wir auch schon wieder auf dem Konto. Der wurde zuletzt befragt. Dann gibt es jetzt erstmal ein bisschen Schmerzmittelchen. Dann gibt es jetzt hier die körperliche Untersuchung. Der ist aber grün. Sollte jetzt nicht das große Problem sein. Machen noch neurologische Tests, Blutdruckuntersuchung, CRP-Test, um das eine oder andere möglicherweise rauszufinden. Temperaturmessung können wir auch nochmal durchführen. Ja, schauen wir noch, ob er genügend Sauerstoff bekommt. Und dann schauen wir weiter. Aber wir wissen ja schon, es ist das chronische Erschöpfungssyndrom. Da gibt es noch eine Empfehlung und danach kann er nach Hause. So, Sabine, Sprunggelenksprellung. Dagegen tun wir was. Und dann kann sie auch gleich nach Hause. Ist grün, steht da rum, wird uns gleich verlassen. So, Rufus Müller. Fangen wir mal mit der körperlichen Untersuchung an. Dann gibt es einen Pricktest, Temperaturmessung. Dann haben wir das hier. Und das ist auch wieder alles Mögliche, was es sein kann. Oh, ein CRP noch dahinterher. Ja, das passt. So, schauen wir mal eine nach oben. Gucke mal, hier stehen echt viele mittlerweile rum. Und sitzen rum. Also wir bräuchten, wenn ihr mich fragt, hier eigentlich noch mehr Personal, was uns unterstützt. Zumindest erstmal eine Tagschicht. Dann nehmen wir ihn mit dazu und dann kaufen wir uns hier noch einen weiteren ein. So, jetzt habe ich mir sie gar nicht angeschaut. Was hat sie denn für Dinge? Drei unbekannt. Ja, okay. Also die brauchen wir auch, ne? Wir sehen hier, das Wartezimmer wird immer voller und voller. Ja, und auch das werden wir gleich noch einmal erweitern um weitere Plätze. Das mache ich jetzt. Das machen wir einfach jetzt. Ich meine, wir können uns tatsächlich nicht so viel leisten mit dem Bauen. Das machen wir mal so rum, genau. 2148 hat es gekostet. So, jetzt noch mal ganz kurz Wartezimmer. Haben wir auch hier. Sehr schön.
Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht werde ich das hier auch noch gängig machen. Macht vielleicht am meisten Sinn, wenn das ein großes Wartezimmer ist, ne? Aber gut, so passt es erstmal. Ja, und ich glaube, die könnten hier, das muss ich auch nochmal reinschauen, einen Aufenthaltsraum. Könnten die hier im Zweifel auch mal vertragen? Weißt du was? Wir wollen ja nicht so sein. Also kopieren wir uns jetzt einfach den Aufenthaltsraum von hier oben. Weil den finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich schaue nochmal ganz kurz. Wir hatten doch in der letzten Folge noch einen. Ne, ist genauso groß, ne? Gut, da fehlt auf jeden Fall noch das dritte Labor. So, die setze ich jetzt einfach mal hier rein. Wir können dich ja immer noch verschieben. So, Aufenthaltsraum. Den gibt's hier. Prima, finde ich gut. Tun wir wieder was für die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Ja, und bei den Laboren, da können wir tatsächlich nicht genug haben, ne? Also, der ist jetzt durch soweit. Boah, schick mal nach Hause, 135. Bringt uns nicht ganz so viel, aber besser das als nichts. Achso, sie wartet jetzt noch auf das Ergebnis. Genau, guck mal bei Monika. Nö, das ist ja hier eine unserer Mitarbeiterin. Gucken wir noch mal rein. Schauen wir hier auch noch mal rein. Sie liegt hier rum, wartet auf weitere Behandlung. Der Rufus geht hier vorne. Ah, siehst du, minimalinvasiver Eingriff gibt es noch. Und dann gibt es noch die stationäre Aufnahme. Ein Nasenpolyp hat er. Das ist ja verrückt. Gut, und bei Verena, Gott, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Verena Kamishiraishi. Kamishiraishi, werden wir jetzt auch mal gucken, was wir denn da noch tun können. Wobei sie vermutlich, ja, sie wartet darauf, dass sie zum Röntgen kann. Genau, und einer der nächsten Schritte, den ich hier möchte, ist da oben die Röntgenabteilung weiter ausbauen, dass wir hier unten mehr Platz haben für weitere Patienten. Oh, Moment, hier ist jemand in Rot. Wird aufgerufen, die wird auch direkt erstmal drangenommen. Das gibt es als erstes, dann die körperliche Untersuchung und dann wird sie vermutlich aber gleich einfach umkippen. Ich bin mir da schon sicher. Wollen wir sie mal begleiten? Wir begleiten sie mal. Meint ihr, sie schafft es noch zum Doc? Ich nehme noch Wetten entgegen. Ich sag, sie schafft es nicht. Okay, sie schafft es noch. Ihr hättet gewonnen, wenn ihr gewettet hättet. Warum zur Hölle gehen die eigentlich mal da vorne hin? Also, Fieber haben sie. Hat sie. Und dann gucken wir mal rein. Was könnte das denn alles sein? Abhören. Dann machen wir einen CRP-Test. Als erstes. Ja, das wird irgendeine Art von Fieber sein. Analgetika gibt schon mal als nächstes. Dann gucken wir bei Frau Wimmer mal ganz kurz. Die kriegt auch noch ganz kurz etwas von uns mit und danach darf sie nach Hause. Zurück zu Inga Meier. Bin gespannt, ob die jetzt hier im Zweifel auch von der Trage fällt. Inspektion der Mundhöhle, neurologische Tests.
Okay, also wir haben schon ein bisschen was. Nee, haben wir noch nicht so wirklich, ne? Ausschließen können. Die nehmen wir jetzt aber auch gleich auf jeden Fall erstmal ins Traumazentrum auf. Und egal was es ist, es wird etwas in dem Bereich der ansteckenden Krankheiten sein, weil Neurologie glaube ich gar nicht mal. So, körperliche Untersuchung, damit fängt alles an. So, Hannelore hat auch noch ein Problem, Athletenfuß, da gibt es Fußcreme, Salbe. Und dann kann der danach nach Hause. Rufus Müller. Hatten wir doch gerade schon mal, oder? So, hinfort. Inga Meier. Da gibt es schon mal Augentropfen. Okay, PCF ist es tatsächlich. Alles klar. Dann schicken wir sie noch in die Neuro. Inspektion der Mundhöhle kann dann dementsprechend auch weg. Jo, schicken wir sie jetzt zur Neuro. Wird Platz für unsere anderen Patienten. Muss man da was machen? Mastardino-Virus B des Menschen ausgelöst. Er sorgt für kleine Ausbrüche, die sich hauptsächlich bei jungen Menschen in Gruppen ereignen. Die Krankheit betrifft sowohl den Rachen als auch die Augen. Ja, okay. Also da brauchen wir wahrscheinlich nichts. Gut. Kannst weg. Bist nicht mehr kritisch. Da liegt noch ein Mann rum. Der Jörg. Da wissen wir immer noch nicht genau, was es ist. Neuro, Innere oder Neuro. Hier wäre es aber schön, wenn langsam mal ein Ergebnis kommen würde. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber auch das wird wieder einer, der irgendwann rot wird, wenn das jetzt nicht schnell passiert. So, und sie kommt in jedem Fall zur Chirurgie. Schauen wir uns die Stuhlprobe noch an. Gastroskopie werden wir durchführen und dann sollten sich die letzten Dinger hier auch hoffentlich bald erledigt haben. Ja, meine lieben Freunde, und wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier sogar die Folge Nummer 80. Oh, da ist einer in Rot. Schauen wir nochmal rein. Die Katzenkrankheit. Was zur Hölle ist die Katzenkrankheit? So, schauen wir mal rein. Das kenne ich tatsächlich nicht. Katzenkratzlymphadenitis ist eine allgemeine Infektionskrankheit, verursacht durch Bartonella henselae. Sie wird durch Katzen, insbesondere Kratzen und Beißen, übertragen. Das Vorhandensein des Bakteriums im Menschen ist mit normalen Kultivierungsmethoden nur schwer nachweisbar, da deren Wachstum bis zu 6 Wochen beträgt. Okay, das ist natürlich nicht so schön. Der hier ist schon kritisch, hat noch ein verstecktes Symptom, abdominale Schmerzen. Hier werden wir noch die serologische Blutuntersuchung durchführen und er kommt natürlich sofort auf die Station. Das gibt's, dann gibt's die, ist das irgendwie, ne, nicht hochansteckend, Aufnahme, schauen wir mal rein. Und die Differentialdiagnose. Ja, soweit schaut's eigentlich ganz gut aus. Hier, die Intensivstation ist so gut wie leer. Lungenbefund, gut, da gibt es da noch ein bisschen was. Asbestose, jo, ist natürlich auch nichts, was man gerne hat. Gehen wir noch mal ein bisschen näher ran, dass wir die Menschen hier auch sehen. Hier ist noch einer in Gelb. Alles gut. Grün, da ist noch einer in Gelb. Ah, guck mal, der kriegt jetzt eine ganze Menge von uns. Sonst wird das nämlich nichts. So, den werden wir einmal direkt hochstufen. Zack, Überwachungsstation. Dann hätte ich ganz gerne das noch und die Differentialdiagnose und dann geht's los.
So, siehst du, deswegen musst du immer durchgucken hier auf Station, weil du dich auf deine Ärzte einfach nicht verlassen kannst. Chronische Nierenkrankheit, siehst du, das ist schon wieder etwas, was direkt stationäre Aufnahme, abdominales Abtasten, Blutdruckmessung, Blutabnahme, CT, okay. Schimanski. Ja, da bin ich gespannt. So, er ist ja blau. Jetzt dürfte da direkt gleich mal eine Pflegerin kommen oder ein Pfleger, um ihn dann abzuholen und auf die Überwachungsstation zu bringen. Damit das hier auch losgeht. Ne? 5 versteckte Symptome und er ist am Blinken. Ja, meine lieben Freunde, aber wie das weitergeht mit Tobias Lederberg und all den anderen und vor allem mit unserem Event hier auf der Station für ansteckende Krankheiten, die sich hier oben befindet, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr wollt, lasst mir gerne den Daumen nach oben da, eure Kommentare und ein Abo, wenn ihr noch keins haben solltet und gerne weiterhin hier über neue Folgen informiert sein möchtet. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ciao, ciao und bye bye.